So, der Lehrling. Amicia, werden wir nie wieder nach Hause gehen? Nein, das ist zu gefährlich. Sind die Ratten da auch? Vielleicht. Ich weiß es nicht. Ich habe Angst, dass sie uns im Dunkeln finden. Bei Laurentius sind wir sicher. Komm. Okay, erreiche Laurentius da Hof. Oben, eine Windmühle. Ist das der Hof von Laurentius? Das hoffe ich. Ich habe noch nie eine echte Windmühle gesehen. Wenn wir vorsichtig sind, siehst du gleich eine. Okay, Vorsicht ist ja gar nicht so einfach hier. Amicia, da! Das ist einer von denen, die das Haus angegriffen haben. Die Inquisition. Sie sind hier. Oh ne, Hauptsache, die haben die Windmühle nicht auch noch angezündet. Haben die das gemacht? Das sind doch nur verdammte Tiere. Sehe ich wie eine Ratte aus? Woher soll ich das wissen? Ich sag dir, mit diesem blöden Kalk werden wir die Nester sicher nicht los. So oder so müssen wir vor Sonnenuntergang hier weg sein. Die mögen die Dunkelheit. Also zurück an die Arbeit. Das ist ein komisches Geräusch. Oh nein! Alter, wie schnell! Das war heftig. War ich da echt zu schnell? Ich hab da drüben was gehört. Komm, jetzt dreh dich um und geh zurück. Komm. Ach, nichts. Los, dreh dich um. Amicia, guck mal. Diese Brücke da führt zum Bauernhof. Was für eine Zeitverschwendung. Der Großinquisitor sollte uns einfach sagen, was genau er von uns will. So, haben wir denn irgendein Ziel oder irgendwas, was wir werfen können? Stein werfen ist ja auch schlecht, oder? Testen wir mal. Das sollte reichen. Noch eine zweite Barrikade und hier kommt keiner mehr durch. Ich gehe zur Brücke rüber. Der Wagen mit den anderen Barrikaden kommt gleich. Da waren wir zu schnell. Was ist das? Ich bin sicher, da drüben hat sich... Hey, da ist jemand. Oh Mann, ey. Okay, aber auf jeden Fall wissen wir ja, dass in welche Richtung wir gehen müssen. Wir sitzen fest. Da ist ein Loch in der Wand. Ich bin zu groß. Du musst da rein und das Fenster für mich öffnen. Aber sie werden mich sehen. Ich werde sie ablenken. Vertrau mir.
Peitsche? Was war das? Nee, jetzt hat er uns gesehen. Nee. Freunde, wir machen das nochmal jetzt hier. Da ist ein Loch in der Wand. Ich bin zu groß. Du musst da rein und das Fenster für mich öffnen. Aber sie werden mich sehen. Ich werde sie ab... Dieses Geräusch. Das sehe ich mir besser an. Los. Na gut. Ich hoffe, der Kleine wird nicht entdeckt. Na, nichts zu berichten. Ja, jetzt ich. Okay. Schon zum zweiten Mal. Ich sehe lieber nach. Leise ist gar nicht so. Boah. Gut gemacht. Amicia, wir müssen hier weg. Na nichts. Nochmal überlässt er dir mich nicht. Hä? Was war das? Hier, Eindringlinge! Ist doch jemand, oder? Wachen! Eindringlinge! Ja, das ist jetzt aber eine ganz schlechte Idee von mir. Ich hab's nicht drauf, ey. Das gibt's doch nicht. Also. Könnt kotzen, echt. In der Wand. So, nochmal. So groß. Was war denn das? Jetzt geh gucken und jetzt schicke ich den Kleinen. Los, na gut. So, der ist jetzt drinne und ich hoffe, er macht mir die Fensterladen auf. Tja, da ist nichts. Ja, jetzt ich. Ich bilde mir das doch nicht zweimal ein. Oh, Glück gehabt. So, jetzt hier rüber. Gut gemacht. Amicia, wir müssen hier weg. Oh, nichts. Rein gar nichts. Na schön, vergessen wir es. Tauschen wir mal. Hoffentlich schaffen wir das. Versperrt. Sag Senior Nicolas, dass die Straße gesperrt wurde. Personen und Fuhrwerke sollen angehalten und durchsucht werden. Und wonach suchen wir genau? Nach einem 5-jährigen Jungen, Hugo de Ruhn, braunes Haar, blaue Augen. Reden die von mir? Warum? Sch. Der Hauptmann der Burgundiade will ihn lebend? Kaum zu glauben. Hab gehört, das ist ungeheuer wichtig. Senior Nicolas hat seine Befehle vom Großinquisitor. Ich hoffe, die hauen gleich ab. Haltet die Augen offen. Die Frage ist, wo müssen wir denn jetzt lang? Wir wechseln mal wieder auf Steine. Jetzt drückt uns die Daumen, dass wir das schaffen. Eindringlinge!
Himmel kommst du nicht durch! Ich kriege euch! Wartet nur ab! Scheiße. Oh. Ich hab gedacht, wir sind schon weiter. Oh, da haben wir Glück gehabt. Vorsicht, da ist eine Wache. Ja. Da ist ja noch eine. Jetzt ist die Frage, was machen wir mit dem? Den anderen auch zu erledigen. Oh, von denen kann ich noch was einsammeln. Weiß echt nicht. Wo kam das Geräusch her? Von da drüben? Ich kann nicht sehen, was es war. Oh Mann! Es kann doch nicht sein, dass die eine mal gleich platt machen. So, jetzt sammeln wir das hier ein. Weiter. Langsam. Ja. Oh, Gott sei Dank geschafft. Gar nicht so einfach. Und hier schon was bauen? Nein. Nee. Fehlt uns immer noch einiges, aber egal. Amicia, was? Was habe ich getan? Warum suchen die nach mir? Du hast gar nichts getan. Sie sind die, die etwas verbrochen haben. Werden sie uns wehtun, wenn sie uns schnappen? Sie werden uns nicht schnappen, verstanden? Verstanden. No.
Die denken echt, er ist das Böse, ne? Huch, wo ist er denn hingelaufen? Hugo? Hugo, wo bist du? Hugo, das ist nicht lustig. Oh oh. Hugo, habe ich dich erschreckt? Ja. Die Inquisition ist hier, Hugo. Wir haben uns Sorgen gemacht. Soll sie dich schnappen? Mach das bloß nie wieder. Na schön. Sie sind hier. Schweinchen, versteckt euch lieber, es ist gefährlich. Okay. Jetzt nehmen wir mal die Vase. Oh, sie sind überall. Das stimmt allerdings. Dass der uns da im Gestrüpp nicht sieht. Ich hoffe, wir können jetzt hier rüber. Hey, einer von uns liegt weiter unten auf dem Weg. Na dann. Mausetot. Sollten wir ihn nicht begraben? Ja. Dann lassen wir ihn wohl besser da liegen. Ist ja echt heftig hier. Wo will man sich da denn verstecken? Was zum Teufel soll das? Teufel ist passiert. Es war zwar nicht die schöne feine Art, aber wir brauchen auf jeden Fall ein paar Steine. Achso. Ich hoffe, der sieht uns nicht. Jetzt hier ein bisschen weiter verstecken. Hey, kannst du mich hören? Wache am Boden, findet heraus, wer das war. Oh,
brecht die Suche ab. Sie sind über alle Berge. Also, ich hänge ja echt scheiße, muss ich sagen. Alter, war das knapp, ey. Jetzt bloß keinen Fehler machen. Sie können uns also nicht mehr sehen? Nein, können Sie nicht. Komm, ich helfe dir. Ja. Okay. Puh, Freunde, ich sag euch. Ist gar nicht so einfach hier. Hugo, wir können nicht anhalten. Nicht hier. Ich fühle mich seltsam. Halt durch. Du kannst dich ausruhen, sobald wir bei Laurentius sind. Mein Kopf. Er tut so weh. Ich weiß nicht, was ich tun soll, Hugo. Was würde Mama tun? Mir Medizin geben. Ich kann dich tragen. Wenigstens das. Los, hoch mit dir. Okay. Er hat wahrscheinlich Migräne oder so Clusterkopfschmerzen. Oh, echt übel, der arme Kleine. Mama naja. Sagt, dass ich nicht aus dem Haus darf. Ich weiß. Bestimmt fühle ich mich deshalb nicht gut. Du bist nur erschöpft. Sie fehlt mir. Immerhin durftest du sie sehen. Hm? Ach, nichts. Ja, wir haben aber alles für den Kleinen getan. Also, von daher. Laurentius Mühle, wir sind fast da. Wird er mich auch einsperren? Wie Mama? Er bringt dich in Sicherheit. Ja gut, hier draußen ist es wirklich gefährlich. Aber manchmal ist es auch ganz in Ordnung. Eines Tages wird es dir besser gehen. Sind die Tiere da tot? Was ist hier nur passiert? Wir müssen jetzt vorsichtig sein. Komm lieber wieder runter, Hugo. Oh, nicht schon wieder schleichen. Es läuft mir in die Schuhe. Lecker. Das darf doch nicht wahr sein. Oh, überall tote Tiere. Oh. Na, das war aber. Da hatte ich überhaupt gar keine Chance. Es läuft mir in die Schuhe. Das darf doch nicht wahr sein. Okay. Das war nicht gut. Es läuft mir in die Schuhe. Das darf doch nicht wahr sein. Ich helfe dir!
das war knapp. Schon wieder dieser Schlamm. Da kommen wir nie durch. Jetzt sind wir hier oben, da ist eine Fackel. Die kommen aber auch gleich angerannt. Die Barrikade sieht aus, als würde sie bald zusammenbrechen. Ja, es sieht wirklich so aus. Oh, mein Gott. Sind sie wirklich alle tot? Sie wurden abgeschlachtet. Wahrscheinlich von der Inquisition. Eklig. Ihr wird schlecht. Gehen wir. Ja. Dann bin ich ja mal gespannt, wie lange die Fackel hält. Ganz schön langer Weg da rum. Ja, das kann ich. Okay. Dann müssen wir es anders probieren. Widerlich. Sie wurden abgeschlachtet. Wahrscheinlich von der Inquisition. Ich glaube, mir wird schlecht. Okay. Gehen wir. Ja. Na, ich hoffe, wir schaffen das bis zum Glutherd. Ah, super. Los, nochmal. Nur jetzt hier rüber. Komm, komm. Ah, scheiße. Wir müssen uns beeilen, weil sonst geht gleich die Fackel aus. Oh, das war aber knapp. Okay, den können wir jetzt schieben. Schieben wir! Na gut. Das nenne ich mal Abenteuer. Du hast geschafft, Amicia. Warum haben sie die Schweine getötet? Vielleicht, um die Ratten hier zu halten. Na, die locken die Ratten wahrscheinlich raus, ne? Übrigens, für alle, die es mit der Steuerung ein bisschen schwierig haben, wenn man geradeaus
Schieb mit der Maus, lenkt man. Ich habe immer gedacht, mit links und rechts, aber nicht mit der Maus. Schieben. Oh, der Kleine wird aber mal richtig stark bei dem ganzen Training hier. So, die Ratten verschwinden, Gott sei Dank. Geschafft. Wir haben es geschafft. Oh, super. Hallo, Laurentius. Sch, Hugo. Aber... Was ist, wenn es nicht Laurentius ist? Hm? Hast du das bedacht? Tut mir leid. Lea. Das Pferd. Die Ratten müssen hier gewesen sein. Armes Pferd. Oh, die haben das aber ziemlich kaputt genagt. Heftig. Komm, hoch mit dir. Na gut. Ah, der Kleine muss langsam auch mal was essen. Hat doch vorhin schon gesagt, dass er Hunger hat. Das ist der Wind. Ich dachte, da schnarcht einer. Hat sich so angehört. Folge mir. Mhm. Okay, aber hier scheint ja nichts zu sein. Ich finde diese Falltür oder was das ist, die wirkt so mysteriös. Ah, hier kann ich noch ein paar Sachen einsammeln, super. Oh, du lebst ja noch. Tut mir leid wegen deiner Freunde. Oh, der kennt das Schweinchen. Ach nee, er meinte das, weil die anderen nicht überlebt haben. Hallo. Keine schöne Nacht, um draußen zu sein, was? Ja. Verschlossen. Wir müssen da irgendwie rein. Hm. Oh, das klingt schon mal gut, aber wie? Ist ja irgendwo ein Loch, wo der Kleine wieder durchklettern kann? Nee. Hier ist auch zu. Oh, hier. Hugo, kletter da rein und öffne schnell die Tür. Und sei vorsichtig, ja? Ja. Ah, danke. Gut. Es riecht komisch. Alkohol von den Destillierapparaten. Da ist jemand. Sehen wir mal nach. Hm, nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Oh, der hört sich aber krank an. Aber warte mal, gibt's hier noch was einzusammeln? Nee. Wahrscheinlich oben liegen.
Wer seid ihr? Magister Laurentius. Bleibt stehen. Er ist ansteckend. Hugo. Hier. Die Inquisition kam. Wir haben alles verloren. Ich konnte nichts tun. Ich... Natürlich. Sie wollten ihn. Ein Übel. Ein altes Übel fließt in den Adern eurer Familie, in ihrem Blut. Eure Mutter und ich versuchten, ihm Einhalt zu gebieten, aber seit dem großen Erwachen wächst es schneller. Der Kleine ist doch super niedlich und nett. Du musst ihn beschützen, Amicia. Die Arbeit deiner Mutter fortsetzen. Ich? Aber wie? Meine Eltern haben dafür mit ihrem Leben bezahlt. Lass mich in Ruhe. Oh. Sie sind hier. Die Ratten sind gefährlich, aber chaotisch. Die Inquisition jedoch. Sie suchen den Jungen ohne Unterlass. Wir müssen verschwinden. Ihr müsst zum Chateau d'Ambrage. Lukas, geh in die Scheune. Du musst das Ignifer vollenden. Spart eure Kräfte. Ich werde mich beweisen. Das mit euren Eltern tut mir leid. Aber ihr seid nicht mehr allein. Wir müssen schnell sein. Helft mir mit dem Ignifer. Es schützt uns vor den Ratten. Super. Komm, Hugo. Ich will, dass du mitkommst. Ich weiß gar nicht, was der Alte hat. Der Kleine ist auch niedlich, lieb. Na, die waren halt damals so. Das Zeug ist in der Scheune. Los. Sie sind hineingelangt. Ich finde einen Weg, sie abzulenken. Oh, die Schinken. Gute Idee. Aber sie fürchten sich vor dem Licht. Die Laterne. Schon in Ordnung. Los. So. Tut mir leid. Keine Sorge. Das war's. Hugo, nimm meine Hand. Nein. Na schön. Aber bleib in meiner Nähe. Ist bei euch alles in Ordnung? Wir haben eine lange Reise hinter uns. Das brauche ich aber eine Fackel. Oder, ach nee, da können wir ja raus. Okay, er wartet hier am Zaun. Da sind sie wieder. Sie sind überall. Wir müssen zur Rückseite der Scheune. Aber wir können nicht ohne das Ignifer gehen. Wie sollen wir... Wir brauchen Fleisch. Tot oder lebendig. Nur das Pferd hier. Oder das Schwein. Hiermit könnte es gehen. Verstehe. Ich helfe dir. Wir füttern es. Sowas in der Art. Abendessen, Schweinchen. Lecker Futter. Ah, der Kleine versteht das gar nicht. Das war das Schwein da reinlocken. Damit die Ratten uns zufrieden lassen. So ist es gut. Und gut kauen, sonst bekommst du Bauchweh. Es darf auf keinen Fall entkommen. Ich werde absperren.
Ich denke, ich werde absperren. Dann sperr mal ab da, du. Los, komm rein hier, sonst können wir nicht absperren. Ach so. Da ist eine Leiter auf der Seite. Kommt mit, gehen wir. Hugo? Hugo, hör zu. Schmoll ruhig, aber bleib in meiner Nähe. Ah, da waren wir doch vorhin schon oben. Ganz am Anfang. Du zuerst. So. Ah, das Licht. Ja, Hugo, sieh lieber nicht hin. Warum? Na, das nenne ich ja mal eine Idee. Nein, Amicia, was machst du da? Ach, gib mir ein Leichtgewicht. Hör auf, doch noch. Wir haben keine Wahl, Hugo. Wir müssen die Ratten loswerden. Das ist furchtbar. Du bist genau wie die anderen. Hugo, es gab keinen anderen Weg. Ja, und jetzt? Kommt, hier entlang. In Ordnung. Okay, dann. Kommt, hier rüber. Ah, alles klar. Das war die Bodenplatte, wo ich vorhin schon vermutet habe. Armes Schweinchen. Passt auf, wo ihr hintretet. Das hier ist kein gewöhnliches Labor eines Arztes. Mein Meister ist vor allem ein Dass es da runter geht. Du heißt Amicia, oder? Ich bin Lukas. Ich würde dir gerne etwas zeigen. Aber dazu benötige ich Alkohol und Schwefel. Sie müssen hier irgendwo sein. Sag mir, wenn du sie gefunden hast. Na schön. Alkohol und Schwefel. Alkohol, Schwefel, das ist alles. Dämonen. Was tust du da? Ich löse die Reagenzien auf, eine alchemische Vereinigung. Dieser Ofen. Das ist... So einen nennt man Athanor, glaube ich. Einfach Alchemie. Lukas, warum bin ich nicht so krank wie Laurentius? Das ist Latein. Er wurde von einer Ratte gebissen. Du nicht. Hier, Lukas. Gut, jetzt musst du sie vermischen. Langsam, es ist nicht gefährlich. Na gut. Du kannst jetzt Ignifer herstellen, halt Tabulator gedrückt. So, es ist... Oh, Ratten! Oh nein! Nein! Wir sitzen fest! Nein, das Ignifer, Amicia. Es ist Zeit. Ziele auf die Glut in der Mitte des Raums. Geht klar. Feuer! War... Wow. Ich das? Habe ich gerade Alchemie gemacht? Ja, die Mischung war perfekt. Scheint so, als hättest du das von deiner Mutter. Weißt du was? Ich zeige dir, wie man andere Geschosse herstellt. Die werden dir nützlich sein. Das wäre toll. Vielen Dank. Ich habe meine Mischungen fertig. Wir sollten zurück zu Laurentius. Amicia, kannst du vorausgehen? Super. Hoffentlich schlagen mir die Flammen nicht ins Gesicht. So. Kletter hoch. Okay, hier hoch und auf der anderen Seite wieder runter. Und dann müssen wir eigentlich... Ja, so müsste es funktionieren. Ja, wo waren die? Andere Leiter. Achso, hier war die. Genau. Das sind ganz schön viele. Laurentio. Ich bahne uns einen Weg. Folgt mir. Ja, gewiss. Ist ja gar nicht verkehrt. Los, komm. Super, super, ja. Lass mich. Hugo, hör mal. Die Ratten sind auf jeden Fall weg. Ich
wollte dir nur sagen, dass es mir... Nein! Amicia! Die Ärzte liefern mich auf! Nein! Nein! Meister! Lukas, warte! Destillierfeld! Alter, was passiert da denn? Tu doch was! Wir müssen weg! Jetzt! Meister! Hey! Halt! Wir brauchen dich! Seht! Das Pferd! Wir müssen hier weg! Hugo! Lukas! Lauf! Wir brauchen das Pferd! Sie sind überall! Lukas! Ich bin hier! Wohin führt dieser Weg? Lukas, wohin führt er uns? Zum Fluss! Mit der Schleuder kannst du verschiedene Munitionsarten über weite Entfernung schießen. Halte rechts gedrückt, um mit der Schleuder zu zielen. Scheiße. Oh Mann, ey, das ist ja gar kein Ende. Ah, geschafft. Gott sei Dank.